Idee. Nein, 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 shake. Ich sehe mich gleich gegen die da drüben Fußball spielen. I'm bad. Die zwei Boys auf der anderen Seite haben so keine Mission. Die spielen einfach seit 2 Stunden da einfach rum. Die knödeln da ein bisschen. Ich frage, was macht ihr? Die sagen, die haben davor gepunkt und dann haben die einfach ein bisschen gebolzt. Einer geht ins Tor, der andere schießt. Die sind so Legenden. Kommt jemand mit Fußball spielen? Gegen die beiden? Okay. Ey, cooler Ball übrigens. 2v2. Okay. So, gegen die beiden Männer hier 2 gegen 2. 2 gegen 2? Stell dich mal vor. Niklas. Was sind deine Stärken beim Fußball? Latten schießen. Zeig mal einmal, zeig mal. Jetzt, wenn du jetzt triffst, ist dein Moment. Deine Stärke, ja? Ja. Oh! Mit beiden Füßen kannst du sogar. Dann zeig mit deinem Schwachfuß. Ich bin Basti, ich kann mit beiden Füßen schießen. Zeig mit deinem Schwachfuß. Links, links oben, links oben. Dann bin ich. Uff. Nicht schlecht, aber nicht schlecht, das Ding. Mit dem. Nochmal. Links wieder? Wie du willst. Mach mit rechts, damit du Vergleich haben. Wow! Oh! Hey! Was hast du für eine Fackel? Roberto Carlos, Alter. Gegen euch beide spielen wir jetzt. Ja. Nee, oder? Ja, mach dich so ernst. Junge! Der Geisteskrank. Soll Michael ins Tor vielleicht? Michael ins Tor, das kannst du eh am besten. Wisst ihr, was WM? WM. Aber da muss man alleine. Ja, ja. WM. Ja, okay. Jeder alleine. Wer Tor macht, ist weiter. Cool. Ja. Ja, ohne Strom. Maike, was sind deine Stärken im Tor? Hä? Alles. Mit welchem Tor vergleichst du dich? Komm mal, wirf mal, wirf mal. Oh! Hey, Eigentor. Nein, wir müssen es nochmal machen. Ja. Gut, Maike. Was ist das hier? Was ist das, ey? Dollar, ey. Nur mal, auch mal eine Fackel hinhauen. Ja, guck mal hier. Oh, oh Reflex. Auch mal abfallen lassen. Oh, oh, oh. Wie bist du? Okay, ich kann auch jetzt den Chat wieder lesen. Okay, WM. Let's go. WM bis 1. Alle gegen alle. Wer ein Tor macht, ist weiter. Nee, lass 2 machen. Okay, 2 Tore. Ich bin Portugal! Hey, 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 Beine zu. Gute Defense, hey. Gut so. Ich bin's, Tim. Ich bin's, Tim. Yes. Oh. Ja, oder? Erste Ecke, 3 Ecken, Elfer. Ich bin Basti. Oh, mal klären das Ding, hä? Basti, Junge. Gut. Hey! Psst. Warte. Ich kann nicht pfeifen mit dem Herzchen. Ja, Michael, gut so. JP, gut so. Hey! Komm doch! Ey, ich kann mich hier sogar hinsetzen. Warte mal. Jetzt ist die Kamera für uns gut. Versprochen. Oh mein Gott, ich dachte, er war durch. Oh, erste Ecke. Beide Füße. Ja. Muss man aufpassen. Da müsst ihr aufpassen, Michael. Ey, ich verstehe auch nicht, wie die, zum Beispiel bei der Champions League oder so, die jedes Mal scheiß Kamera auf den Ball halten können. Wollen die das Spiel nicht sehen oder was? Ich gucke mal so. Irgendwann träume ich einfach. Und dann ist der Ball dann ganz anders. Kennt ihr das? Hey! Mach ihn! Michael! Deswegen ist Michael der beste Torwart der Welt. Ja. Michael ist der beste Torwart vom Club. Ich schwöre. Basti hat eine gute Verteidigung. Ja. Hat, wurde auch schon hier gesagt, der neue Van Dijk. Basti, mit welchem Spieler würdest du dich vergleichen? Hummels? Boah, also hast du einen guten Außenriss. Ich glaube, wir machen noch einen. Ja. Noch 20%. Sind denn erst eine Powerbank mit? Noch 20%.
Gut so, fair play da, Basti, ja? Guter Deal, ey. Ich habe eine Bandita. Hab noch nie gehört, dass sich jemand mit Hummels vergleicht. Ich auch nicht, aber er ist korrekt. Von der B ist auch ein bisschen Hummels. Micha! Mit der Nummer 1! Micha! Gebe mir. Mach ihn jetzt, Mann! Hatte JP schon mal den Ball? Eigentlich. Hatte JP schon einmal den Ball? Denke kaum. Fu, I hit the lotto. Willst du so machen? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Undertaker, Kappa. Für die Hater von JP. Ja, was denn? Warte. Mach ihn. Michael. Ein Ding für die Hater war das, hä? Ja, war schon so eingeschnappt. Ich hab gar nichts gemacht. Was macht Basti beruflich? Frag ich mal. Ich bin Undertaker. Yeah. Ballklemme! Ich hab mein Schwinz auch gemacht, ich find's mies. Wie viel Uhr ist, Bruder? Keine Ahnung. Ich hätte immer schon. Eldos, sagst du, würdest hier mithalten, ne? Was? Mats Hummels! Mach ihn jetzt mal. Hey, Basti. Hab dich und Sid gesehen, da kommt cool an. Oh, Tor gemacht. Hab ich gar nicht gesehen. Wie war dein Tor? Sag mal kurz. Abstauber. Alles ich gut. Willst du dich vergleichen? Ja. Ich finde, du bist ein Lukaku. Eigentor, Michael. Lukaku. Eigentor. Zweite Runde. Basti, komm mal her. Raus in der ersten Runde. Was ist los? Ja, keine Ahnung. Woran lag's? Woran hat's gelegen? Er hat mich auseinandergenommen. Gute Kämpfe. Aber ich sag dir so, deine Verteidigung war gut. Spielt wirklich ein bisschen mal zummelt. Basti, du bist Sieger der Herzen, ne? Schreiben die. Danke. Weiß ich zu schätzen. Heppa! Oh, da ist wieder der Abstauber! Wer ist denn nochmal? Niklas mit dem Abstauber! Heppa, JP, heppa! Zeig mal, was du drauf hast! Hey! Ah! Oh, JP! Lieber nicht. Lohnt sich nicht. Thomas, Junge! Im Finale! Nee, abstauben da. Auch mal vorne, vor den Torwart-Check. Oh! Sicher, Junge! Schön pariert. Kaylor Navas. Ah, hier ist Basti, ja, neben mir. Alles gut? Ja. Gut. Bei der Sohn wird mich auch sehen. Neben Sandro, ja? Oh. Ganz schön intens das Ding hier. Basti, schieß das Ding zurück. Zeig mal. Oh! Er ist extra hier hingekommen, klopft das Ding weg. Gut so, Basti, ja? JP hat Seitenstechen. JP hat Seitenstechen. Weg mein Finger. Hä? Nichts. Was sagst du dazu, dass Niklas weitergekommen ist und du jetzt hier sitzt, hä? Hartes Leben, Digga. Ey, Finale. Fazit? Ey, Finale. Fazit? JP wollte ernst nehmen. Opfer. Spielt da mit Körper. Einer fragt JP, wie isst du deinen Döner? Mit einem Fleisch und Ketchup. Und? Mais. Was? Der bitte voll. Ich hier runterschubse, Alter. Mach ruhig, bin ich. Ist der hässlich. Nur mit Fleisch und Ketchup. Ja. Ja, Eldos, wo denn los, der Typ? Wir haben einmal bestellt bei uns um die Ecke, also was heißt um die Ecke, die kennen uns, da wir da selten sind, Kappa. Und er hat sich einmal so bestellt und die haben gesagt, wie geht es und so. Und dann einmal musste ich bestellen, weil ich verloren habe, Chinga Chong. Und ich sage, ja, ein Döner nur mit Ketchup und Fleisch, der ist aber nicht für mich. Er sagt einfach, ja, ich weiß schon für. Hä? Er sagt, ja, ich weiß schon, mit wem der ist. Sowas bestellt hier nur einer. Kräuter, das Schaf, Kräuter, Knoblauch, immer. Außer
Außer. Hey. Und Jubin. Außer so mit einer Perle. Dann würde ich Knoblauchsoße unterlassen. Welcher Berliner Döner hat mit Ketchup? Ich weiß es nicht. Hä? Früher haben wir schon stark. JP mit Performance. JP ohne. Das ist nicht meine Nummer, JP ohne Performance. Einer schreibt JP ohne Performance. Das ist Quatsch. Tzatziki ist so Quatsch. In Hannover, ich habe bei Hannover gespielt eineinhalb Jahre. Es hieß Dönertasche und es gab Tzatziki und Cocktailsoße. Ja, ja, ich habe da Döner gegessen. Was isst du noch so außer dem Döner? Gerne. Wie isst du deinen Burger? Jetzt kommst du auch nochmal. Nein, das ist ja schon normal, Bruder. Das ist normal, wa? Wir treffen Bau letztes Mal. Digga, sag jetzt, wie du eigentlich deinen Döner, deinen Burger isst. Nicht früher, wie isst du ihn eigentlich? Nein, ich schwöre, ich esse ihn nicht mehr so. Ja, du hast zweimal jetzt normal gegessen. Wie hast du ihn eigentlich gegessen? Ich hab ich ganz normal gegessen. Bruder. Sag doch jetzt einfach. Ja, Fleisch, Ketchup. Fleisch und Ketchup und nix drauf. Und nix drauf. Und Pommes drauf. Der ist so ein Quatschkopf, der Typ. Nein, das war früher, Jungs. Er hat, als wir bei Zen waren, hat er sich Sommerrollen mit Chicken bestellt und er dachte, es kommen Chicken Wings an. Ich schwöre es euch. Und er hat das ausgespuckt im Restaurant auf dem Boden. Ist kein Spaß. Kein Paulanergarten. Steht's! Niklas, hoch da! Pizza mit oder ohne Ananas? Ohne Brot ist Quatsch. Nee. Das kann man dir auch zutrauen. JP ist wie ein Sechsjähriger. Genau das sagen wir auch immer. Ja? Oh, GG! Lieblingspizza von mir ist Pizza mit Sucuk und Mais oben drauf. Mais. Nutella ohne Butter. Niklas, gut gespielt da, hä? Niklas, ein bisschen Krieger. Aber guck mal, wie meine Hände aussehen. Ohne Sinn. Man spielt mit 3% trotzdem anstrengend. Also, ganz ehrlich, ich kann Tore machen. Ich hab kein ADS vom Tor, Leute. Yeah! Yeah, yeah.